Moin zusammen. Ja, ich habe heute mal wieder einen richtigen Hamburger Jung hier in meinen Reihen mit ordentlich Fashion-Erfahrung. Ja, er hat maßgeblich bei der seit 2018 gestarteten Umstrukturierung des Young Fashion Labels Broadway mitgewirkt und wie erwähnt bringt gute Erfahrungen mit aus dem Fashion-Bereich. Ich habe da die CBR Group, ich habe Tom Taylor, ich habe Gary Weber. Alle Bereiche, so in dem Teil Retail, Wholesale, aber auch Merchandise Management. Und ich glaube, das sind über 18 Jahre Fashion-Erfahrung, die er mitbringt. Heute ist er bei mir, bei der Industrieinitiative Inside Fashion. Und ich begrüße ganz herzlich den Nihad Dahl. Moin. Hi, guten Morgen, Mobitu. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Natürlich, klar. Ich freue mich, dass du hier bist, Mensch, und wir ein paar Insights rausbekommen heute. Sehr gerne. Ja, gar nicht viel um den heißen Brei rumreden. Wir haben uns im Vorfeld so ein paar Fragen ausgesucht und wir wollen uns so ein bisschen mit dem Blick nach vorne richten auf das Thema Chancen, auf den Veränderungsprozess in der Fashion-Industrie. Und ich weiß ja, wir alle, aber auch ihr hattet da wirklich eine harte Zeit, also gerade insbesondere mit euren eigenen Flächen, mit den Konsignationsflächen. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr auf das Negative eingehen. Ich glaube, das hat jeder von uns, die Zuhörer, genauso wie wir beide. Lass uns doch ein bisschen mehr über das Positive sprechen. Und ich starte mal mit einer Frage und die kannst du nur mit Ja beantworten. Bestimmt. Zum Eingrooven, Nihad, hast du Bock auf Wiedereröffnung? Auf jeden Fall, ja. Boah, das reicht jetzt auch endlich mit diesen ganzen Lockdowns. Und ja, auf jeden Fall ein deutliches Ja und ich freue mich sehr, sehr, ne, dass die Läden ja zum Teil ja auch schon aufmachen dürfen und die anderen demnächst dann hoffentlich auch nachziehen können. Ja, perfekt. Broadway Young Fashion Label gehört zur Dr. Rehfeld Fashion Group, beziehungsweise AG, ja. Mhm. Wo geht die Reise für euch als Young Fashion Label jetzt hin? Wo sind die Chancen für euch? Worauf bereitet ihr euch gerade drauf vor? Also aktuell ist es jetzt extrem wichtig, auch nach der Corona-Zeit, die Kunden, die wir ja generell im Fokus bei uns haben, also die Endkunden, die steht definitiv bei uns im Mittelpunkt, da jetzt noch mehr Fahrt aufzunehmen. Also aktuell arbeiten wir an unseren Kollektionen, an der Geschwindigkeit, noch näher an den Bedarf der Kunden dran zu sein, dadurch neue, innovative Sachen, ja, einfach die Kunden neu zu verführen. Das sind so die Topics, an denen wir jetzt arbeiten, weil wir ja schon merken, wenn wir jetzt irgendein Thema, Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal Denims, ne, so, wenn wir jetzt irgendwie ein Thema jetzt aufgreifen, ewig lange im Voraus das planen und dann irgendwann auf die Flächen bringen, sehen wir einfach, dass der Bedarf sich vielleicht verändert hat. Ne? Also in dem Zuge wollen wir halt einfach die Kunden neu verführen. Wir wollen schneller sein, wir wollen immer wieder was Neues bringen und dadurch halt an kürzeren Zyklen arbeiten. Ne? Das ist im Augenblick so unser Thema. Mhm. Schnelligkeit und kürzere Zyklen. Ich glaube, seitdem ich im Fashion bin und ich glaube auch seitdem du im Fashion bist, mit deinen mehr als 18 Jahren, ist das ein Thema, wo wir uns immer mit beschäftigen, kürzere Lead Times, ne, die Ware schneller auf die Fläche zu bringen. Was heißt denn das jetzt konkret für euch? Wie setzt ihr das um? Oder wie geht ihr diese, ich sag mal, End-to-Consumer-Strategie jetzt an? Also im Wesentlichen ist es so, dass wir jetzt unsere Baustein-Kollektion beispielsweise aufgreifen, dort dann unsere Bestseller aufnehmen und sagen, wir wollen dieses veraltete NOS-System beispielsweise, ne, wo wir ja immer wieder den Bedarf der Kunden durch eine längere Zeitachse bespielen, einfach neu durch innovative Schritte verändern. Das heißt also im Prinzip wollen wir nicht nur einen Teil des Sortimentes nachlieferfähig lassen, sondern wir wollen die gesamte Kollektion nachlieferfähig lassen für eine kürzere Zeitachse. Das heißt also, nehmen wir mal ein Mesh-Kleid, was aktuell bei uns immer wieder ein Bestseller ist. Sagen wir, alles klar, dieses Mesh-Kleid ist für unsere Partner, ne, und dadurch dann auch für die Kunden entsprechend immer verfügbar in ihrer Größe. Das heißt also, wenn ich 6 Stück beispielsweise bei Kunde XY auf der Fläche habe und sie dann halt 3 von diesen Größen verkauft hat, ist sie schon desortiert. Und die Kundin hat dann einfach nicht mehr Vertrauen, wenn sie dann reinkommt,
diesen Artikel wieder zu kaufen, beziehungsweise generell zu kaufen. Ne? So, und dadurch haben wir halt Nein-Verkäufe und wir versuchen das halt dadurch zu lösen, indem wir halt automatische Belieferung von diesen Größen anbieten und dadurch halt wieder Vertrauen in die Marke stärken und auch den Umsatz von dem Partner dann halt stärken. Das ist zum Beispiel etwas, woran wir sehr aktiv arbeiten. Nicht limitiert auf ein Sortiment, sondern auf die gesamte Kollektion sind wir lieferfähig und versuchen durch kürzere Schritte immer wieder die Kunden halt neu zu verführen. Das sind bestehende Artikel, das sind neue Artikel. Gleichzeitig werden wir natürlich auch über die Kollektion, die wir anbieten, auch immer wieder neue Themen und neue Inhalte mit darstellen. Nachlieferkeit oder Nachziehbarkeit. Das bedeutet ja für euch im ersten Schritt auch mehr Verantwortung, schlussendlich auch mehr Risiko. Warum geht ihr den Schritt? Weil wir merken, dass einfach der Bedarf an bestimmten Artikeln deutlich höher ist als mit der Vororderdarstellung. Ne? Wir sehen aber auch in der Entwicklung, dass die Händler nicht bereit sind, mehr als 2 Lots zu kaufen. Ne? So, und wenn man dann halt einfach sagt, okay, wir wissen, dass der Artikel mehr als 12 Stück als Potenzial hat, dann ist es unsere Aufgabe als Marke, dann halt auch das Potenzial für die Kunden zur Verfügung zu stellen, aber auch für die Kundinnen, die in diese Läden reinkommen. Wie gesagt, für mich ist wichtig, das Thema Vertrauen zu schaffen. Ne, sobald eine Kundin reinkommt in den Laden und ihren Lieblingsartikel in diesem Magic Moment dann halt sieht und dann auch konsumieren kann, dann habe ich eine Bindung zu der Marke geschaffen. Und ich finde, das ist dann halt unsere Kompensation für das Risiko, was wir eingehen wollen. Es ist ja nun kein Geheimnis, dass du viel auch im Bereich Merchandise Management gearbeitet hast und auch viel Verantwortung getragen hast für unter anderem den NOS-Bereich. Das ist ja eine Vertikalisierungsstrategie, die ihr damit angeht. Wie sieht denn die Kooperation mit dem Händler zukünftig aus? Ist das einfach gesagt eine reine Konsignation oder ein Depotmodell? Oder wie sieht da die Partnerschaft oder vielleicht Flächenpartnerschaft aus? Also Konsignation haben wir, wobei das für mich nicht die relevanten Schritte sind. Die Zusammenarbeit wird auf Idealbasis funktionieren. Und da ist es eigentlich egal, welches Modell wir fahren. Wir haben verschiedene Kooperationsmodelle. Und je näher ein Partner sich zu uns committet, desto höher sind die entsprechenden Vereinbarungspunkte. Sowohl für die Partner als aber auch für uns. Also dieses Thema ist zum Beispiel, Schnelligkeit kann ich dadurch erzielen, wenn ich automatisch beliefern kann. So, aber wir bieten das nicht nur automatisch an, sondern der Händler kann natürlich auch selber durch den Laden gehen und sich die Artikel angucken und sagen, okay, die 5 Artikel würde ich gerne nachbestellen. Die Frage ist halt einfach nur, wie oft machen die das und wie oft will ich mein Personal eigentlich mit administrativen Arbeiten beschäftigen. Daher sagen wir, alles klar, in einer Art der Kooperation übernehmen wir diese Funktion für dich, indem wir dann halt über die Reports, die wir dann halt kriegen, über die Sollbestände aktiv damit halt umgehen. Und wir kennen die Artikel und wir kennen die Saisonalität der Artikel. Wir wissen, was wir in den Rückständen haben und wir wissen, was wir als Ersatz für diese Artikel haben. Und dadurch bieten wir halt einen Mehrwert, was natürlich aber auch halt in einer Art der Kooperation dann halt entsprechend verankert ist. Das heißt, das ganze Thema für euch, dass ihr nachlieferfähig seid, ist ganz klar auch eine Chance für euch. Definitiv. Näher am Endverbraucher zu sein, mehr Partnerschaft zu haben unter anderem. Was siehst du noch als Chance daraus in der Zukunft, wenn jetzt die Läden wieder öffnen auf Holz? Ich sehe auf jeden Fall den Bedarf, auf jeden Fall, dass die Konsumentin oder die Endkundin definitiv mehr konsumieren will. Da ist Nachholbedarf da. Das heißt also, wenn unsere Partner nur mit 6 Stück an den Start gehen, werden sie sehr schnell desortiert sein und dadurch an Umsätzen vorbeigehen. Wir sehen halt für die Zukunft dadurch dann halt, dass jetzt in dieser ersten Phase wir über diese Nachlieferfähigkeit die Potenziale bei den Kunden wecken können, sehen wir im zweiten Step für uns mehr Kooperation, mehr Zusammenhalt, mehr, ich sage mal, wir gehen eine Ehe ein. Also ich denke, dass wir auf jeden Fall viel verzahnter mit dem Handel dann arbeiten können. Und das ist sowohl für den Händler ein Vorteil, für uns natürlich, weil da eröffnen sich sehr, sehr viele Optionen. Die Nachlieferfähigkeit oder den Artikel wieder auf die Fläche zu bringen, ist ein Punkt. Aber Learnings für die Kollektion, Learnings für die Produktentwicklung ist für uns deutlich mehr wert, als einfach diese 2 Teile in einer Größe nachzuliefern. Ja, weil wir möchten auf jeden Fall durch eine Vielzahl von Partnerkooperationen viel mehr lernen, um unsere Kollektion noch idealer für die Endkunden darzustellen.
Ah, okay, das bedeutet also, ihr wollt noch die Schritte weiter in der Wertschöpfungskette gehen, die Kollektionsrahmenplanung damit anreichern mit den ganzen Informationen. Ja, das ist natürlich super spannend. Du hast es ganz kurz gesagt, aber vielleicht nochmal für uns alle ein kleiner Einblick nochmal, wie setzt ihr das um? Also Partnerschaftsmodelle habe ich verstanden, das ist euer Secret Sauce, auch wie ihr das machen wollt. Technik ist ein großer Part, Datenaustausch ist ein großer Part. Habt ihr da eine konkrete Strategie, wie ihr das umsetzen wollt intern? Also ich muss jetzt nicht auf die Systeme eingehen, aber gibt es da eine Roadmap für euch? Ja, also wir haben natürlich Zielsetzungen. Wir wollen pro Kollektion eine Anzahl von X-Partnern in diese Vernetzung, in diese Kooperation überführen. Ne? Und wir wollen natürlich dadurch dann auch belegen, erstmal als repräsentativen Schnitt, dass dieser Schnitt erfolgreich ist und dann natürlich dem Partner immer in den Einzelgesprächen dann halt zu zeigen, guck mal, das ist deine BWA und so sieht der Schnitt in dieser Kooperation aus. Also wir möchten schon eine Entwicklung der Partner hin, weil ich meine, die Erfahrung aus diesen fast 21 Jahren, sind doch ein paar mehr als die 18, hat jedenfalls gezeigt, wenn du mit den Händlern sprichst, musst du halt auch ja, praktische Beispiele dann auch darlegen können. Also, ne, ich habe das gemacht, du hast dies gemacht. So, es gibt die Option, auch auf diese Ebene rüberzukommen, aber dafür müssen wir halt das oder jenes dann halt durchführen. Also wir wollen diese Vergleichbarkeiten schaffen, um in der Kommunikation mit dem Partner dann halt auch wirklich Effekte darstellen zu können. Ne, es ist immer seine Entscheidung, weil letztendlich soll er dann halt auch sehen können, wo er sein kann, wenn er eine entsprechende Kooperation mit uns eingeht. Wir möchten gar nicht uns in den Fokus stellen, also dass wir dadurch mehr Umsatz generieren oder dass wir dadurch irgendwie mehr Ware auf die Fläche liefern oder sowas. Ne? Das sind ja natürlich für uns auch Effekte, aber das steht nicht im Fokus. Im Fokus steht, wie gesagt, die Kundin, die soll in diesem Laden, in diesem Wholesale-Modell einfach konsumieren können. Und wir wollen die Sicherheit, dass die Kundin halt immer wieder in diese Läden kommt. Weil machen wir uns nichts vor, wenn der Wholesale nicht funktioniert, sind wir genauso dran. Das heißt also, je mehr Kunden wir da durchbringen, je mehr Kunden wir in diese Kooperationsform überführen, desto besser ist es für uns, aber auch natürlich gleichzeitig für den Partner. Das ist unser Bestreben. Wir haben natürlich dort klare Zielsetzungen. Wir haben Schritte, die wir in dieser Vernetzung durchführen wollen und auch Maßnahmen und einen Actionplan, wie wir das halt angehen wollen. Aber ganz klar ist das eines unserer wichtigsten Punkte für die ja, nähere Zukunft. Wunderbar. Nihat, ich möchte an der Stelle einmal sagen, vielen Dank, dass du diese Insights hier mit unseren Industriekollegen hier teilst. Vielen Dank. Ich finde es toll, dass ihr so einen Fokus auf die Partnerschaft wiederum legt erstmal. Gar nicht so viel von den ganzen technischen Krams drumherum. Das ist alles Kosmetik im Hintergrund. Finde ich super. Auch den Ansatz, dass ihr mehr Risiko tragt. Ich glaube, dass das zukünftig ein Modell sein wird, das nicht nur einen Effekt hat auf die direkte Partnerschaft mit dem Händler, sondern auch über die Supply Chain hinweg. Mhm. Also nochmal vielen Dank dafür. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Bleibt mir weiterhin gesund und grüßt mir Hamburg. Dankeschön. Mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank für das interessante Interview. Ja, und alles Gute auch für die Gruppe und alles Gute für dich, Maurizio.